Moin und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Und ja, da ist er, der angekündigte Sturm. Leider Gottes ist er wieder da. Und ja, auch wie in der letzten Folge, hätte ich fast gesagt, werde ich jetzt dafür sorgen, dass wir einige der Dinge abschalten. Vor allem die, die viel Geld kosten. Denn solange die alle in den Schutzräumen sind, machen wir hier eigentlich keinen Gewinn. Ja, das ist wie immer leider Gottes so. Deaktivieren. Man kann nicht einfach weiter. Ja, das ist das, wo ich mich jedes Mal wieder drüber aufrege. Das macht nämlich diese Deaktivierung doch deutlich umständlicher, als sie eigentlich sein müsste. Ja, aber gut, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Actionfiguren, die verkaufen noch. Das lassen wir auch nochmal. Gucken wir mal. Hier wird auch noch ordentlich verkauft. Bubble Tea muss repariert werden. Das machen wir auch. Gucken wir hier nochmal rein. Haben wir hier noch irgendwo etwas? Toiletten. Die machen schon Verlust oder immer noch. Die sind noch leicht im Plus. Die sind auch noch im Plus. Was haben wir hier? Veganes Buffet. Das passt soweit. Oh ja, ja. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Das sind unsere neuen Einrichtungen. Die machen gerade noch Minus. Die haben wir ja erst in der letzten Folge gebaut. Und ja, das Ding ist eh kaputt. Also können wir uns jetzt darum kümmern, hier den ein oder anderen Ranger mal auf Tour zu schicken. Nein, 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 nein. Ich wollte doch nicht. Mensch. Ranger, Aufgabe hinzufügen. Ja, Aufgabe 1. Jetzt drehen wir uns wieder im Kreis, damit wir auch sehen, wo wir denn ungefähr hin müssen. Da haben wir da ein Ranger-Team. Gut, dann lassen wir das dabei. Und hier vorne dürften wir auch ein Ranger-Team haben. Das schicken wir da. So, und schon wird es wieder laut. Da haben wir einen Saurier, der verletzt ist. Das ist auch nicht so gut. Großer Bruch. Lassen wir den mal betäuben. Oh, und da haben wir Stromausfall. Oh oh. Unsere Velociraptoren sind ausgebrochen, weil das Tor kaputt ist. Das ist mal gar nicht so eine gute Lösung und Geschichte. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt unser Einfangteam losschicken, um die Jungs hier wieder einzufangen. Hoffentlich ist da keiner draußen unterwegs. Gut wäre, wenn er das schnell reparieren könnte. Es erinnert mich schon wieder sehr an Jurassic Park. Ja, wo der Dicke da durch die Gegend fährt. Aber hier draußen dürfte eigentlich keiner mehr unterwegs sein. Wir haben ja den Alarm früh genug ausgelöst. Und wenn der Sturm jetzt auch nochmal vorbei sein könnte, wäre das natürlich ein Träumchen. Da hinten liegt einer rum. Den können wir mal transportieren. Nee, das war die Taste F, Transport.
Bis damit hin. Dann haben wir ihn hier. Komm. Du kommst in unsere Sandstation und wirst dort behandelt von Mao und von Sanueza für 106.000. So, jetzt fehlt mir noch einer. Irgendwo läuft hier noch einer rum oder liegt einer rum, den ich aber jetzt gerade noch nicht sehe. Produkt wurde eingesammelt. Wo könnte der andere sein? Also, da liegt auf jeden Fall einer. Da fehlt Strom. Plus ein Ranger-Team, was das Ganze wieder repariert. Haben wir sonst noch etwas, wo wir was reparieren können oder müssen? Ja, da. Und da. Kein Strom ist schlecht. Ja, und jetzt hilft es nichts. Jetzt muss ich doch mal gucken, wo unsere Saurier so rumliegen. Statusprüfung läuft. Wo ist der letzte Saurier? Oh, da ist einer, der ist verletzt. Auch mit einem großen Bruch. Wo ist der letzte Velociraptor? Wir haben 4 Stück. Einer ist... Oder wird er gerade transportiert? Produkt wurde transportiert. Nee, okay. Der wird gerade transportiert. Der wird gerade transportiert. Das sehen wir da auch schön. Ah, da liegt er rum. Da liegt er rum. So. Transport des letzten. Dürfte also klappen, ne? Jo. Das passt. Gut, dann können wir ja die Schutzräume alle wieder öffnen. Bubble Tea können wir auch wieder aufmachen. Bestätige Produktzustellung. Ja, jetzt müssen die natürlich alle wieder aus ihren Löchern rauskommen, ne? Ein toter Saurier. Wo haben wir den denn? Wo ist ein toter Saurier? Produkttransport wird durchgeführt. Ah, hier vorne. Dann wollen wir auch den entfernen. Haben wir gemacht. Gut, und jetzt haben wir hier noch, schauen wir nochmal rein, irgendwo welche, die leicht kränklich sind. Da drüben. Kleiner Bruch. Heilt das so, oder können wir da mit unserem mobilen Ärzteteam etwas tun? Jo, da können wir was machen. Und wo ist der zweite? In dem Fall nicht. Also schauen wir auch da nochmal rein. Wo könnte der zweite leicht Verletzte sein oder wird er gerade behandelt? Transportiere Produkt. Ja, wenn ihr jetzt wieder gegeneinander kämpft, dann ist das nicht so schön. Zustellung wurde abgeschlossen. Ja, okay. Also Einnahmen gehen runter. Behandlung abgeschlossen. Dann wollen wir den auch behandeln. Der geht zurück hier in sein Gehege. Hole Produkt ab. So, und dann haben wir das. Forschungsmodul verfügbar. Aha, Zusatzmodule 2. Ein Paket mit Einrichtungsmodulen, die noch mehr Wert auf Abenteuer, Natur und Luxusgäste legen. Das ist super. Das machen wir auch. Was brauchen wir? 9 in der... Ja, okay. Müssen wir die beiden nehmen.
Hilft alles nichts. Ja, daher auch so wichtig, hier weiter zu qualifizieren und weiter zu forschen, weil das zum Schluss natürlich immer anspruchsvoller wird. So, die machen schon wieder Gewinn. Donuts sind noch deaktiviert, die können wir mal wieder aufmachen. In der Hoffnung, dass hier der ein oder andere hinkommt. Oh, ein bisschen Verlust macht er noch. Die hatte ich nicht geschlossen, oder? Abendkleidung. Bin mir da nicht sicher, ob das wirklich so sein soll. Ob das so sein soll. Ja, muss man mal abwarten. Aber vielleicht habe ich das auch noch nicht bearbeitet. Das wäre auch eine Option. Ah, okay. Also, ich habe es noch nicht bearbeitet, tatsächlich. Wir haben hier 48 grün, grau und orange. Hüte. Na, von mir aus. Komm. Grün brauchen wir ein bisschen mehr. Die Skelettausstellung mal wieder. Ja, das wird dann besser, sobald wir. Produkt wurde zugestellt. Die neuen Souvenir-Einrichtungen haben. So, jetzt nehmen wir nochmal grün dazu und hier am besten grün und grau hinterlegt. So, das sollte jetzt also helfen dabei, dass das dann hoffentlich ein bisschen voller wird hier mit dem neuen Sortiment. Great. Gut, dementsprechend können wir jetzt auch hier hinten gucken, ob wir das mal wieder aktivieren. Ist das wirklich schon wieder so ein Bento-Sushi? Niemand will Sushi. Ja, ist auch noch nicht konfiguriert. Das wird dann wahrscheinlich daran liegen. Billige Burger. Nein, wir wollen keine... Okay, wir müssen erstmal gucken, was denn hier an Gästen reinkommt. Aktivieren. Und das hier aktivieren wir auch noch. Ja, wird sich dann zeigen. Und wir haben einen toten Saurier, habe ich gerade gesehen. Ach, die sterben hier auch schon wieder, wie die fliegen, die Biester, ne? Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, wie sieht es jetzt hier mit dem Strom aus? Das ist wieder in Ordnung. Das ist gut so. Saurier-Adoption. Ingwerbier. Und hier haben wir auch noch Saurier-Adoption noch einmal. Ja, Jungs, wenn ihr miteinander kämpft, dann ist das nicht so witzig. Okay, Forschung ist abgeschlossen. Jetzt wäre dann hier die fortgeschrittenen Einrichtungen. Was kosten die denn? Auch 500.000. Noch mehr davon. Ja, ich gucke aber erstmal, wo jetzt hier noch weitere tote Dinosaurier sind. Hier vorne hätten wir einen. Ein Pachyrhinosaurus. Produktabholung. Wo ist denn der andere? Der sah doch gerade auch schon nicht so gut aus. Wenn die sich hier immer im Wald verstecken, dann ist das klar, dass wir da nicht hinkommen. Da. Ja, müssen wir mal reinschauen in unsere Brutstätteneinrichtung. Och, ihr macht mich fertig, Leute. Ist ja schlimmer als einen Sack Flöhe zu hüten hier. Ja, okay. Also bestand einer. Das habe ich nämlich befürchtet. Haben wir das schon modifiziert? Das gute Tier. Haben wir. Und dementsprechend werden wir jetzt dafür sorgen, dass wir hier noch ein paar ausbrüten. So, und dann haben wir hier die schnelle Synthese. 6 von 11. So. 11 von 11. Und dann hoffe ich, dass da mal ein paar... Aha. Produkttransport.
Also, unser kleiner Saurier hat ein Problem. Zum einen greift er gerne unsere fleischfressenden Fleischfresser an. Na Gott sei Dank gibt's da genug zu futtern für euch. Ja, und der beliebteste Saurier im Park war, wenn mich nicht alles täuscht. So, Betriebskosten pro Minute, Einnahmen pro Minute. Ja, also wir dürften wieder im Plus sein, das ist gut so. Der beliebteste Saurier ist immer noch der Apatosaurus. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Die Langhälse sind doch ganz nett. Och, jetzt hört auf zu kämpfen hier. Das kostet nur Geld. So, unsere Eier sind fertig. Eier auswählen. Gucken wir mal rein. Der hat nichts, was... Da, plus 30% Lebenserwartung. Und der hat nichts. Also brüten wir drei von den Jungs aus. Aha, brauchen wir also einmal das und das. Und danach schicken wir die in die Pause. Und die damit rüber. Das wird uns auch schon mal wieder... Ne, je mehr Saurier da sind und je mehr man sieht, desto besser ist es natürlich. Okay, also. Da bleibt es also dabei. Wir müssen ihn einfangen, wir müssen ihn betäuben. Und dann hier wieder einliefern. Ja, ich war jetzt das Wochenende übrigens mal im Zoo. Hab mir das mal wieder angeschaut. Stelle wieder fest, manche Tiere sind eigentlich dafür geschaffen, um in der Wildnis zu leben und nicht hier im Zoo zu versauern. Auch wenn die Anlagen ja mittlerweile relativ großzügig gestaltet sind. So. Jetzt muss ich mich in die richtige Richtung drehen. Da. Zustellen an die Anlage. Oh, ja. Jetzt brauchen wir wieder einen, der sich damit überhaupt auskennt. Und da haben wir gerade keinen. Das machen wir. Noch ein toter Saurier. Moment. 11-mal Saurierbedrohung. Was ist hier los? Gut, der ist schon mal tot. Das heißt, der kommt weg. Wo haben wir denn jetzt wieder eine Saurierbedrohung? Und warum haben wir die? Da haben wir sie. Und die haben wir, weil da hinten einer aus dem Gehege ausbricht. So, nun kriegst du erstmal eine hier auf den Latz. Und jetzt brauchen wir noch ein Ranger-Team, was den Zaun repariert. Ja, eine richtige Bedrohung ist es natürlich nicht. Na, was ist denn mit ihm? Gefahr für die Gäste? Einsam. Ja, er ist einsam. Aber du bist gleich nicht mehr einsam, denn deine Freunde sind doch gleich einsatzbereit. So lange wird es nicht mehr dauern. Produkt wird transportiert. Ja, Eier sind fertig. Per Airlift freilassen. Und die kommen jetzt alle hier vorne hin. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und auch du kommst da vorne. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Jo, also das war noch relativ einfach. Jetzt geht es natürlich nochmal zu gucken, wo ist hier immer noch ein Loch im Zaun. Schauen wir mal rein. Eigentlich dürfte das schon wieder zu sein. Und dementsprechend gibt es auch keine Gefährdungslage mehr. Ja. In dem Fall gucken wir hier nochmal bei unseren Wissenschaftlern rein und schicken den einen oder auch anderen ganz kurz mal in die Pause. Hm.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich hier nochmal reingucken. Da liegt nämlich einer rum, Wissenschaftler zuweisen. Und wir haben nicht genug, die in der Sanität jetzt bewandert werden, müssen also warten, bis das fertig ist. Gut, zeitgleich werden wir hier einmal auffüllen. Treibstoff, jo. Und schon wieder einer tot. Ich werde hier echt noch verrückt. Das sind jetzt unsere ganzen Kleinen, die hier gerade sterben. Transport abgeschlossen. Dryosaurus auch tot. Ja, an Altersschwäche gestorben. Ist manchmal so, ne? Dann könnten wir vielleicht drüber nachdenken, beim Dryosaurus den Bestand wieder aufzufüllen. Ich meine, den haben wir ja auch schon modifiziert, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, 3 verfügbare Modifikationen, das ist schon mal gut. Belastbarkeit können wir erhöhen. Lebenserwartung, ja. Fitness. Ja, Kampf braucht er ja eigentlich nicht, ne? Was hat er hier? Verteidigung brauche ich eigentlich auch nicht. Achso, ist die Chance auf Verletzlichkeit. Da gucken wir mal rein. Was braucht man denn dafür? 2 und 9. Dann nehmen wir die beiden. Haben das. Und dann können wir gleich, sobald das erforscht ist, noch ein bisschen modifizieren. Und dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Gleichzeitig gucken wir jetzt hier bei unseren Forschungsoptionen noch mal rein. Das können wir noch verkaufen. Jetzt brauchen wir noch einen Wissenschaftler, der 3 hat. Ich stelle fest, wir haben nur noch 2, die das zusammen könnten. Dann sollen sie das auch tun. Oh, jetzt hört ihr auf zu kämpfen. Ist da nicht zu fassen. Guck, der blutet schon wieder im Gesicht. Ich sehe das doch. Wo ist der andere? Da. Ja, jetzt blutet er beide. Ist natürlich schön, ne? Habt ihr toll gemacht. Was hat er noch? Hakenwürger. Joa. Und eine Verletzung. Große Verletzung. Eine Fleischwunde. Ja. Herausragend, Leute. Ja, aber die Pause ist ja auch gleich vorbei von den anderen Jungs. Das heißt, dann können wir den anderen Velociraptor schon einmal wieder heilen. Nämlich jetzt. Also, es ist auf jeden Fall deutlich mehr Management in diesem Spiel mit dabei als in Jurassic World Evolution 1. Das ist auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist es irgendwann ganz schön viel. So, da liegt noch einer rum, der tot ist. Es werden immer weniger. Sammle Produkt ein. So. Das heißt, diese Forschung haben wir abgeschlossen. Das ist sehr erfreulich. Dürretoleranz, das brauchen wir nicht. Anpassung an enge Räume. Gruppenanpassung. Kostet auch 500.000. Ja, das lassen wir erstmal. Jetzt kümmern wir uns darum, dass wir, sobald wir das wiedergefunden haben, das Genom modifizieren beim Dryosaurier. Und da wäre das hier ganz schön. Oh, verletzlich. Also, er hat ja keine Feinde. Also, würde ich sagen, Belastbarkeit machen noch einen nach oben, ne? Jo. Muss ich speichern irgendwie? Nö, ne? Wissenschaftler zuweisen. Das brauchen wir. 6 von 4. Alvarez. Jo, das dürfte jetzt relativ zügig funktionieren.
Eier auswählen. Jetzt haben die hier verletzlich. Boah, das ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Die sind ja auch relativ günstig zu haben. Aufgabe starten. War sogar einer zu viel. Und jetzt gucke ich hier nochmal ganz kurz rein. Bestand 2. Parasaurolophus hat auch 2. Hier warten wir noch drauf, dass der Rest fertig gemacht wird. Und Styracosaurus, das kommt dann auch irgendwann. Und dann werden wir hier nämlich bei den Dryosauriern noch ein paar dazu packen. Die Lophosaurier haben wir da relativ viele mittlerweile. Und die Apatosaurier, da möchte ich auch ganz gerne mindestens noch 2 dazu haben. Ja, kommen aber gerade nicht dazu. Transport hat begonnen. So, und dem wird noch rumgedoktert, ne? Ja, sehe ich richtig. Die können nichts machen, solange die bewusstlos sind, denke ich mal, ne? Das ist gut. Schick mal den nämlich zurück und fang den anderen gleich wieder ein. Ja, es ist schon viel zu tun. In so einem Park. Und dabei ist der noch nicht mal richtig groß. So, wenn er jetzt nochmal treffen würde, statt dauernd da drüber zu schießen. Also gleich schießt sich selber, ne? Ist denn? Triffst du jetzt mal oder nicht? Hat er getroffen? Ich glaube, er hat getroffen. Jetzt habe ich das Ziel wieder nicht. Jetzt sag mir nicht, dass ich da nicht rankomme. Doch, jetzt. Weil er im Wald liegt. Ich wollte gerade schon wieder meckern. Gut, der braucht eine 4. Dann macht das Mao. Aufgabe starten. Gut. Ach, da drüben haben wir auch noch einen. Ich werde echt verrückt mit euch. Dann müssen wir den... Große Ursache Kampf. Ja, du kannst auch sterben. Ist kein Problem. Na, haut er euch wieder auf die Mütze? Ja, dann macht doch. 182, 100. Okay. Sie wollen nicht. Dafür wollen die freigelassen werden. Per Airlift. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Hole Produkt ab. So, sind schon mal 5 neue. So, jetzt müssen wir wieder einen toten Saurier hier raushauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die anderen, ja, Bestand 10 nach und nach drauf gehen werden. Hier müssen wir jetzt nochmal gucken. Parasaurolophus. Genom modifizieren. Oh, siehst du, da sind wir noch gar nicht dran gewesen. Was hat er denn hier für großen Malus? Dürretoleranz. Ja, okay, er ist sehr durstig. Aber das sollte hier eigentlich nicht das Problem sein. Lebenserwartung werden wir nochmal nach oben schrauben. Die Belastbarkeit werden wir noch ein Stück nach oben schrauben. Sozial braucht man nicht. Toleranz. Andere Spezies gut gedeihen. Dann machen wir da nochmal einen rein. Was haben wir hier? Kampf braucht man nicht. Belastbarkeit. Noch einen nach oben. Sehr gut. Wissenschaftler zuweisen. Der braucht 5. Da können wir Juck nehmen. Und dann läuft das. Jetzt sagt man nicht, dass hier schon wieder einer tot ist. Nein. Okay.
einer nach dem anderen, ne? Wird hier abgearbeitet und abgefrühstückt. Gucken wir nochmal in unsere Bearbeitung hier vorne rein. Die sind schon drin. Jo, und jetzt können wir mal gucken. Achso, die sind sogar schon fertig. Dass wir die noch mit dazu holen. Wir sind schon bei 95%. Also gehe ich davon aus. Warte, da kommen 5 dazu. Dann machen wir das so. Ah, nee. Okay, verstehe. So kommen wir auf 5. Dann holen wir das. Und das mit dazu. Wir brauchen 3 in der Forschung. Haben hier aber nur den 6er. Alvarez. Auf geht's. So, also wir haben trotz des Sturmes doch relativ viele Einnahmen, viele Besucher. Auch wenn das hier hinten mit Sicherheit noch weiterhin rote Zahlen schreiben wird. Ja, Bento Sushi mag auch immer noch kein Schwein. Konfigurieren. Wir brauchen hier wieder mal Weiß und Grün. Ein veganes Buffet, natürlich. Wer möchte es nicht haben? Gut, bis die anderen Dinge da noch nicht fertig sind, bleibt es bei den gleichen Dingen wie vorher. So, und jetzt nehmen wir noch Orange und Gelb dazu. Transportiere Produkt. Wenn wir das hier irgendwo finden. Ich sehe, wir finden es nicht. Ist aber nicht schlimm. Transport abgeschlossen. Wir können auch nochmal Grün und Weiß dazu nehmen, wenn wir das hier irgendwo finden. Grün und Gelb. Habe ich nicht nochmal Grün und Weiß? Produkt transportiert. Dann machen wir es so. Veganes Buffet, ja. Das ist es, was wir haben wollen, die Gäste. So, und hier wollen wir genau das gleiche wieder haben. Weiß und Grün. Also wären wir wieder beim Bubble Tea. Aha, da haben wir das vollständige genommen. Es ist überall das gleiche. Das würde mich ja schon wieder nerven, ne? Als zahlender Customer. Auf jeden Fall brauchen wir Grün noch ein bisschen. Nehmen wir ein Aquarium mit dazu. Great. Der ist fertig. Also, Velociraptor. Ab geht's. Zustellen. So, und jetzt gucken wir, wo unser anderer Tor schließen. Ja, das wäre schön. Gucken wir nochmal rein. Einfangteam. Aufgabe hinzufügen. Da dürfte einer sein. Awesome. Gut. Und da ich ja gemerkt habe, dass der ein oder andere Wissenschaftler schon wieder an seinem Limit ist, zum Beispiel Alvarez. Bray kann noch. Machen wir das da ganz schnell und werden jetzt dafür sorgen, dass wir ein neues Genom uns besorgen. Parasaurolophus haben wir auch noch nicht fertig. Das ist ja ein Ding. Velociraptor brauchen wir nicht. Boah, dann schicken wir die dahin. Schnell und günstig. Und dann sollte das eigentlich passen. Wurde auch mal wieder Zeit für eine kleine Expedition, ne? So, gucken wir hier rein. Ah ja, auswählen. Das sind 3 Stück geworden. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und hier haben wir boah, zumindest 2, die wir ausbrüten können.
Achso, wir brauchen nur 5. Und dann kommen die gleich in das Gehege hier mit dazu und dann wird alles wieder gut. Schauen wir hier auch nochmal rein, im Wissenschaftszentrum. Oh, da warten wir noch, bis es dann soweit ist. Bis die von ihrer Expedition wieder da sind, ne? Das meine ich damit. Und da geht sie auf, die Sonne. Irgendwo da, da hinten. Und hier sind sie, unsere Langhälse. Ich liebe ja die Langhälse. So, Expedition ist abgeschlossen. Heißt, jetzt können wir mal reingucken. Dann haben wir da den Parasaurolophus. Wer hätte es gedacht? Da haben wir noch einen. Plus 11. Dann sind wir nämlich da, wo wir hinwollen. Prima. Den noch mit dazu. Und dann können wir hier noch einen nehmen. Zack. Und wen nehmen wir? Einen Dreier in der Forschung. Ja, oder so. Ja, komm. Aufgabe starten. Dann geht das los. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Denn leider ist es schon wieder soweit. 30 Minuten sind rum. Und ihr seht, man kann hier viel, viel Zeit verbringen. Und ja, mir macht es trotzdem immer noch viel, viel Spaß. Auch wenn es vom Management her mittlerweile richtig viel ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie immer natürlich auch eure Kommentare, über die ich mich sehr freue. Aha, guck, da sind wir schon soweit. Und ja, während ich die Saurier hier eben freilasse, könnt ihr natürlich auch noch auf den Abo-Knopf drücken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn ihr wollt, bis dahin bleibt gesund. Macht's gut, ciao, ciao und bye-bye. Boah, fast Kollision hier von den Hubschraubern. Na gut, also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.